Er ist das Gesicht des ZDF, obwohl er jetzt schon nicht mehr dort ist. Und ich glaube, kaum etwas ärgert das ZDF so sehr, wie dass er deren Gesicht ist. Wenn er neue Bücher schreibt, dann landen die wie auf Bestellung immer auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Kaum etwas wird die beim Spiegel so sehr ärgern. Und wenn er Interviews gibt, wie jetzt mit mir, dann landet er regelmäßig auf den Twitter-Charts ganz weit oben. Und ich hatte heute ja fast schon, ja, ich hatte die Hoffnung eigentlich nicht, ich wusste es schon, aber ich dachte, vielleicht ist der Herr Hane ja heute so brav, dass wir das in voller Länge auf YouTube zeigen können, aber er hat mich nicht enttäuscht. Es sind wieder einige Stellen drin, wo ich sofort dachte, oi, da kriegt ja der YouTube-Zensor, ich habe eine Katze und wenn die eine Fliege sieht, dann kriegt die Gebisszuckungen. Das ist tatsächlich so. Und eine ganz kleine ist eine Straßenkatze, die ich zu mir genommen habe und wenn die eine Fliege sieht, kriegt die Beißzuckungen und ich stellte mir dann ganz ketzerisch vor, wie die Zensorenabteilung bei YouTube sozusagen eine gewisse Nervenreizung bekommt, wenn sie das alles hört, was sie da sagen. Deshalb werden wir wieder ins Exil gehen. Das Ganze wird wieder gezeigt auf Odyssee und auch auf Rumble. Und ich könnte Ihnen jetzt lange erzählen, was der Hane gesagt hat, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Und deshalb gebe ich ihm jetzt 2 Minuten das Wort, dass Sie einfach nochmal kurz für die Zuschauer zusammenfassen, warum Sie unbedingt unten den Knopf drücken müssen und im freien Internet dieses Interview anschauen. Voilà! Also auf jeden Fall anschauen, vor dem Lesen meines Buches. Das Maß ist voll. Und es heißt ja im Untertitel, in Krisenzeiten hilft keine Volksverdummung. Und was wir erlebt haben, vor allem in den letzten 2 Jahren, ist natürlich Volksverdummung, weil sich in diesen Tagen herausstellt, dass eben Kollegen wie Boris Reitschuster in den letzten 2 Jahren oft Recht behalten haben. Das, was wir heute erleben, zum Beispiel, dass ein Gesundheitsminister sagt, das Gesundheitssystem war nie in Gefahr, die Intensivbetten waren nie überbelegt, ist ja genau das, was wir seit 2 Jahren sagen. Deswegen ist meine Forderung und auch mein Wunsch, auch an die Kollegen von YouTube, die das jetzt hören, die müssten ja eigentlich sagen, wir gucken uns die ganzen alten Reitschuster-Sendungen mal an. Die Fragen, auch das Interview mit Peter Hane vor einigen Wochen, was ja auch gestrichen worden ist, und sagen, ja eigentlich sind wir doch im Irrtum. Wir müssten jetzt eigentlich Abbitte tun und sagen, also Entschuldigung, wir haben euch an der Nase rumgeführt. Denn meine These ist, die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden, entweder durch Untersuchungsausschüsse in den Parlamenten oder durch die Gerichte. Ich habe in meinem Buch einmal geschrieben über die Corona-Zeit. Wer ist eigentlich verantwortlich für diese Fake News, die da ständig kamen, über Tote, über Massensterben, über all diese Dinge? Das zweite ist die A-Flut, erinnern Sie sich noch? Diese riesige Flut an der A. Keiner übernimmt Verantwortung. Jetzt kommen und kleben sich die Klimakinder mit Patex auf die Autobahn, behindern Rettungseinsätze und so weiter, weil sie sagen, alles menschengemacht, wir müssen das verhindern. Ja, was ist denn menschengemacht? Menschengemacht ist, dass es da keine Sirenen gab, keine Warnungen, dass die Leute in den Tod geschickt wurden. Genauso wie in der Corona-Zeit. Jetzt im Schatten von Corona erleben wir Depressionen bei Kindern. Die Selbstmordrate ist um 400% gestiegen. Immer mehr einsame Alte. Vereine gehen kaputt, Familien zerbrechen, Ehen zerbrechen. Alles an diesem elenden Corona-Thema. Und mein Aufruf ist einfach, wer ist dafür verantwortlich und wem muss man verantwortlich machen? Und dann die ganzen Kollateralschäden. Während der Corona-Zeit erleben wir eine Islamisierung. Über Köln ruft der Muezzin. Das hätte sich nie jemand vorgestellt. Und Muezzin ist nicht ein bisschen Tralala, sondern ist ein Herrschaftsanspruch. Die Sprache hat sich völlig verändert. Stichwort Gender. Es ist ja ein Wahnsinn, wie uns eine Mini-Minderheit aufzwingt, wie wir denken, ja, wie wir reden, wie wir schreiben sollen. 100.000 Themen. Ich spreche sie offen an, sowohl in dem Buch als auch in dem Interview. Und ich hoffe, Sie sind dabei. Das hoffe ich auch. Eine kleine Korrektur noch.
Unser letztes Video habe ich gar nicht auf YouTube gestellt wegen der Zensurgefahr. Das ist ein anderes von Ihnen, das gelöscht wurde damals. Das ist das bei den Kollegen genau. Nicht, dass Sie uns deswegen wieder löschen. Man weiß, muss ja heute bei allem aufpassen. Aber wir konnten gar nicht auf YouTube gehen, weil wir eben wussten, dass da gelöscht wird. Also worüber wir auch noch ausführlich gesprochen haben, das ist das, was Sie auf meinem T-Shirt sehen. Jetzt schaffe ich es gar nicht mehr aufzustehen. Game over. Jetzt sieht man. Game is over. Genau, da ist Peter Hane sehr optimistisch, dass es vorbei ist. Ich bin nicht ganz so optimistisch. Darüber haben wir uns auch ausführlich unterhalten. Also die große Bitte, gehen Sie rüber mit mir. Für Sie ist es ein kleiner Klick, aber es ist ein großer Schritt für die Meinungsfreiheit in diesem Lande. Schauen Sie wieder rein. Schauen Sie unbedingt in das Buch, zeigen Sie es doch nochmal, Herr Hane, und ich verspreche so, Ihnen... So, das Maß ist genau, voll, heißt das. Und der, damit jetzt keiner denkt, ich würde mich da bereichern, das kostet nur 12 doch. Euro. Das heißt, ich verdiene da nichts dran. Und viele nehmen das übrigens auch, um ihrem Nachbarn, ihrem Arzt, ihrem Politiker... wem auch immer, das zu schenken, dann haben Sie wenigstens mal was Aufrüttelndes. Das kann dann auch schon zu lebhaften Diskussionen führen in unserer harten Zeit. Vielen Dank, dass Sie hier dabei waren. Gehen Sie mit mir rüber ins freie Internet und mit Peter Hane natürlich. Vielen Dank, alles Gute, ciao, auf Wiedersehen. Tschüss.